Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Overwatch. Heute haben wir hier mal auf Overpass, anscheinend ist es wieder ein Warm-up. Mal gucken, was hier passiert. Derweil hat der Suspect keine Kills. Also 0-0-0. Verstehe ich nicht, warum man ihn da gleich im Warm-up einen Report drückt. Aha. Bunny Hop Script. Ja, okay, der Boy hat definitiv an. Jetzt bin ich mal gespannt, was in diesem Overwatch passiert. Der den Wolleck auch drin hat. Ah, ja, der hat volles Programm. Ja, das Ding ist durch, Jungs. Oh mein Gott, aber ich habe mich schon gewundert, wo diese Boys sind, weil das habe ich ja schon zwei Overwatches gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt weiterreden soll, ob man meine Stimme richtig hört oder nicht, wenn der Boy hier so durchballt. Aber ja gut, ich glaube mal, die Sache ist geklärt. Der Boy hat definitiv an. Puh. Mal gucken, wie das hier jetzt oder wie. Ja, ich meine, da fiel mir selbst gerade die Worte. So dreist einfach reinschieben, das, wieso macht man das? Wo ist da der Sinn? Der kommt ins Overwatch und wird da direkt gebannt. Und auch wenn der da jetzt, sag ich mal, legit runter spielt. Das ist vorbei. Der hat jetzt gezeigt, was er so drauf haben könnte. Und das reicht für mich. Ja, die Gegner geben schon auf. Oh. Das war jetzt ein definitiv sehr schnelles Overwatch. Ich glaube auch das schnellste Overwatch, was ich bis jetzt hatte. Ich drücke den jetzt mal eine Zielhilfe, ja. Sichthilfe, ja. Anderwertige externe Hilfe, ja. Er hat der Bunnyhop drinnen gehabt. Das einzige, was er nicht getan hat, war in dem Fall Griefen. Aber das ist in dem Fall eigentlich scheißegal, was ich hier jetzt angebe, weil die drei Punkte reichen, dass jetzt einen Vorziehbahn bekommt. Aber nachdem ich das jetzt zu 100% legitim beurteile, sage ich für Griefing unzureichende Beweise. Jo, war jetzt sehr schnell. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schnell es war. Es flash mich selber. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eins mache, dann würde das Ganze jetzt zu lange dauern, beziehungsweise das Video würde dann zu lange gehen. Ich hatte eigentlich auch vor, dass ich jetzt in der Infobox so eine Umfrage mache, bei jedem Overwatch, wo ich dann, beziehungsweise wo ihr dann selber auch angeben könnt, ob ihr glaubt, hat er an, hatte er nicht an, oder ihr wisst es nicht. Ich glaube, in dem Fall ist es jetzt eigentlich eindeutig, der Typ hatte sowas von an. Und ja, aber ich werde das trotzdem in der Infobox machen, damit ich das dann auch für zukünftige Overwatches nicht vergessen werde. Über einen Daumen nach oben würde ich mich trotzdem auch freuen. Und ja. Das Video ist jetzt vorbei. Lol. Egal, am Donnerstag kommt ja dann das nächste Video. Vielleicht kloppe ich dann noch ein extra Overwatch raus. Zusätzlich. Mal gucken, ob ich Zeit habe oder nicht. Ansonsten sage ich auch nur noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.